Ja, vielleicht sollte ich mich jetzt mal zu Wort melden. Hier spricht Stefan Schneider. Ich bin einer der Menschen oder ich bin der Mensch, der sich darum gekümmert hat, dass diese Ausstellung zustande kommt. Das sind Fotos von Karin Pauser, einer Fotografin, die ehemals selber obdachlos war. Das ist schon einige Zeit her. Dann hat sie schon damals fotografiert, hat ein paar Fotoarbeiten und auch Ausstellungen gehabt. Zum Thema natürlich Obdachlosigkeit, was sie fotografiert hat. Und was wir hier sehen, sind Fotoarbeiten aus den Jahren 1992 in Berlin. Da ist sie auf meine Einladung nach Berlin gekommen und wir haben Obdachlosigkeit fotografiert. Und dann nach 23 Jahren, 2015 kam sie nochmal nach Berlin und hat dann mit mir zusammen sind wir losgezogen und hat dann teilweise an denselben Orten nochmal fotografiert. Das ist hier auch nochmal dargestellt. Und daraus ist dann diese Ausstellung entstanden. Die Ausstellung selber muss man auch noch mal dazu sagen, die besteht aus Bauzaunelementen. Hier sind Bauzaunfüße. Ja, hier kann man sehen, wie die Bauzäune aneinander gefügt sind. Und dann sind einfach Folien, Planen davor gespannt. Und mit Kabelbindern befestigt. Das ist dann schon die ganze Geschichte. Ja, und wie gesagt, also dieser kleine Film soll also einen ersten Eindruck von der Ausstellung vermitteln. Und ich glaube, man muss einfach die Fotos und die Aussagen der Fotos auf sich wirken lassen, und wenn man das macht und wenn man sich darauf einlässt, dann ergeben sich doch eigentlich sehr spannende Erkenntnisse. Das bin ich übrigens 1992 im warmen Otto, und wir haben hier in der Ausstellung auch viele QR-Codes mit eingebaut, dass also jemand, der die entsprechende Technik hat, sich dann auch weitergehende Informationen besorgen kann. Ja, hier nochmal insgesamt ein Blick aus einer etwas größeren Distanz über die Ausstellung von der Ausstellung. Das ist eine Fläche von, ich würde jetzt mal sagen, 7 mal 5 Quadratmetern, die insgesamt, ja, vielleicht 7 mal 7 Quadratmetern, die gebraucht wird, um das Ganze hier zu zeigen. Wie gesagt, Bauzaunelemente sind überall auszuleihen.
Bauzaunfüße auch und dann werden im Grunde nur die Planen geliefert und dann kann das gezeigt werden und das kann auch sehr gut draußen gezeigt werden. Ja, also so viel ein kleiner filmischer Eindruck von der Ausstellung, die jetzt das erste Mal vom 9. bis zum 11. November 2015 in Berlin Moabit gezeigt worden ist. Und diese kleine Installation hier vorne ist auch nochmal so ein Eyecatcher, die einfach so einen Schlafplatz auf Europaletten mit einem Rucksack zeigen soll. Ja, also, das ist die Ausstellung und wer die Ausstellung zeigen möchte, nimmt bitte Kontakt auf. Das möchte ich hier zum Abschluss nochmal zeigen. Förderer ist die Diakonie in Niedersachsen und die Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe. Und der Kontakt zur Ausstellung, es wird auch einen Katalog geben, der ist über mich, Dr. Stefan Schneider, info@drstefanschneider.de. Das ist meine Telefonnummer 0177 784-7337. Hier ist nochmal der QR-Code. Und wichtig ist vielleicht auch noch, dass die Ausstellung gestaltet worden ist von Grafikstudio, das ist Rin Schaparenko. Das ist also hier nochmal erwähnt. Ja, und das denke ich war's. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß beim Angucken dieses Videos. Und wie gesagt, wer die Ausstellung gerne zeigen möchte, möge sich melden. Vielen Dank. Vielleicht lässt sich auch ein Rahmenprogramm organisieren, drumherum, Diskussionsveranstaltungen, Filme und so weiter. Gut, dann war's das. Tschüss.